So, wieder hallo, es kommt zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von Need for Speed. Dann bauen wir sie zurück mit einem schönen weiteren Tuning-Video. Und heute schauen wir uns den im Spiel neuen Porsche 718 Spyder an. Ja, den Cayman haben wir ja schon drin, den 718er, der kam bei Heat rein. Ich überlege gerade, wo kamen die rein, die beiden, der Cayman und der GT4. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, die kamen vor einiger Zeit schon rein. Und der Wagen ist jetzt hier neu in Need for Speed anbauen. Und ich muss sagen, ich finde den Spyder optisch ultra, ultra geil. Ich finde ihn wirklich, wirklich cool. Es ist der... wie nenne ich es? Optisch coolere Boxster, teurere Boxster, unpraktischere Boxster. Weil, ja, es gibt so ein paar Punkte mit diesem Fahrzeug. Wie gesagt, optisch finde ich ihn super, super geil aufgrund dieser Döme hinter den Fahrer und Beifahrersitz, die da so hochgehen. Ja, der hat auch ein Faltverdeck wie der Boxster. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, ja, nicht hier faltbar, nicht elektrisch, sondern das muss manuell eingeklappt werden. Und das ist auch ein ganz schöner Aufwand, wenn man ehrlich ist. Auf jeden Fall hat er ja kein elektrisches Verdeck. Das hat der Boxster. Und der Boxster kostet mit demselben Motor, weil man muss hier schon, wenn man denselben Motor wie ein Spyder haben will, weil der Spyder den 4 Liter 6-Zylinder Boxster bekommen hat. Also den großen Motor mit 420 PS in dem Fall hier. Wenn man den Motor im Boxster haben will, muss man den großen Boxster bestellen. Aber selbst wenn man den bestellt, ist man immer noch ein gutes Stückchen unter dem Spyder. Weil das Ding kostet hier einfach mal laut der Porsche-Webseite aktuell entspannte 100k. Ja moin. Für den Boxster mit leicht anderer Optik. Aber es ist kein Boxster, es ist ein 718 Spyder. Das ist ein kleiner gewisser Unterschied. Wie gesagt, das mit dem nicht elektrischen Faltverdecken so würde mich persönlich nicht stören, weil ich das Ding optisch halt einfach viel attraktiver als den Boxster finde. Natürlich den Cayman ist immer noch ein bisschen... Obwohl... Finde ich den Cayman cooler? Die GT4 ja, aber ich glaube, den normalen Cayman würde ich sogar unter den Spyder setzen, bin ich ehrlich. Ich finde den Spyder optisch schon sehr schmackhaft, muss ich sagen. Ich finde ihn schon sehr, sehr gut, weil ich, wie gesagt, diese Heckform, diese Heckpartie einfach sehr attraktiv finde. Auch die Seitenlinie wirkt für ein Cabrio sehr geil. Ne? Die meisten Cabrios haben ja immer so eine leicht kaputte Seitenlinie, beziehungsweise, wenn man das Coupé kennt, funktioniert das Cabrio meist nicht mehr. Schlimme Beispiele für mich sind die 3er und 4er BMWs. Die finde ich als Cabrio eine absolute Vollkatastrophe. Wenn du das Coupé parallel hast. Beim 911 finde ich es nicht mal so schlimm. Habe ich noch ein paar andere Autos. Eigentlich jedes Cabrio, wo es eine Coupé-Form gibt, die halbwegs vernünftig aussieht, die wird durch ein Cabrio kaputt gemacht. Bin ich vollkommen der Meinung. Die ganzen Supersportwagen, da geht das für mich. So ein Huracan in der 8 und so finde ich die Spyder-Varianten alle auch cool, weil die halt dann eigene Designlinien bekommen haben. Aber ja, gut. Wir kümmern uns heute um den Style. Leistung habe ich schon ein bisschen reingemacht. Sind jetzt auf A+ hoch, haben schön Turbolader drauf. Weil warum auch nicht, ne? Dem 4 Liter Boxer kann man noch ein bisschen mehr Leistung geben. Und auf 80% Grip getunt. Also dementsprechend sollte der auch gleich gut ums Eck gehen. So, wir gehen erstmal in die Optik rein. Bevor ich das aber vergesse, gehen wir erstmal in Auspuff-Sounds, weil ich werde es sonst wieder vergessen. Ihr kennt mich. Dementsprechend machen wir erstmal natürlich aggressive Klangfarbe. Dann machen wir natürlich, benutzen wir den Motor nicht. Wir machen eine raue Überladung. Na, blöbelt ein bisschen. Und dann höhere Turbolader, darf auch hörbar sein. Der ist recht leise hörbar, fällt mir gerade auf. Der ist recht leise hörbar. Wir haben auch nur den ganz kleinen drin. Anscheinend, so größer der Turbolader ist, umso lauter wird das. Okay, nice to know. Weil wir haben den kleinen Turbolader drin. Und der ist auch ein bisschen größer. Ja, der macht nicht so viel Terror. Okay, anscheinend echt der Turbolader abhängig von der Lautstärke. Also, dass die unterschiedlich klingen, ja. Aber ich wusste auch nicht, dass die unterschiedlich laut werden. Weil er war ja jetzt... Also klar, er ist hörbar, aber verhältnismäßig... Wenig, na gut. So, wir gehen mal in Karosserie rein und schau mal, wir haben Bodykits, wir haben Darwin Pro. What the fucking fuck ist das für ein Flügel? What the fucking fuck? Dann haben wir Duke Dynamics und wir haben... Okay, das wird ein wilder Umbau. Ich vermute, dass der Cayman dieselben Teile bekommen hat, aber ich bin gerade ein bisschen... Ich bin hier mit sehr wenig Erwartungshaltung reingegangen, weil die Cayman und GT4 hatten beide den Need for Speed jetzt nicht super viel Tuning-Umfang. Es war relativ human. Ja, und dann hatten sie anscheinend jetzt eine Panikattacke bei Need for Speed Unbound. Okay, gut. Bro. Das ist keine Tieferlegung. Sturz reindrehen ist keine Tiefer. Ich hoffe, das ändert die Bodykills gleich drastisch. Okay, ich habe gerade sehr krasse Heckumbauten gesehen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben einmal Porsche, dann haben wir Duke Dynamics, was das Ganze einfach nur cleant und schön nochmal so eine Seillinie über die... Sind es Blinker oder sind es die Tagfahrlichter? Ich bin mir nicht sicher, was da unten sitzt bei ihm. Dann haben wir die Darwin Pro-Schuhstange, die wild ist. Speedhunters und die Cayman... Oh, die GT4-Schuhstange haben wir sogar für den, okay. Wir nehmen aber... Komm, wir wollen es ja extrem machen, ne? Wir nehmen die Darwin Pro. Ich habe von Darwin Pro noch nie was gehört. Ich mag gesagt mir gar nichts. Also wirklich nichts. Spoilerlippe. Oh, okay, die Spoilerlippe ist aber insane geil. Die ist aber insane gut.
Oh ja, die passt halt gut zu dieser Stoßstange. Wer hätte damit gerechnet, dass das gut miteinander passt? Oh, die Flaps funktionieren immer noch. Ja, okay, das machen wir jetzt vielleicht nicht. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Scheibenwerfer können wir nur einfärben. Das machen wir gleich gerne. Haube. Ey, so, ich hätte nicht gedacht, dass die Auswahlplätze so groß wird. Na gut, Duke Dynamics. Ja, schöne Designlinie. Darwin Pro gibt dem wunderbaren Cayman. Oh, Entschuldigung, dem Spider. Okay, sag mal so. Es gibt den Porsche 718. So, dann liege ich nicht falsch in meiner Aussage. Eine GT2 RS-Optik. Hier schön die Haube in GT2 RS-Optik-Style. Ja, da sehe ich mich aber. Komm, da wird ja mal reingetaked hier einfach mal. Ab geht's. Finde ich gut. So, wir gucken jetzt mal kurz Heckschussstangen, weil ich da ein bisschen wilde Sachen gesehen habe, wo ich jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen drauf klarkommen muss, weil ein der Dinger war ja gerade ein Komplettumbau, den ich mehr oder minder geil finde. Also von der Idee finde ich ihn krass. Was war das? War das Peter? Heilige Mutter! Gegen den Bumper, die kann man auch wirklich nichts mehr sagen. Die haben eine fucking Brücke dahinter gebaut mit den Traversen, die da hier reingesetzt haben. Guckt euch das mal an, was zum Heiligen! Dann haben wir Porsche original gecleant und... Ey. Ja, okay, komm, es ist ja scheißegal. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass wir natürlich diese Stoßstange nehmen. Was zum Fick ist das? Junge, das ist ja dieser... Junge, diese Dreiecke, was ist... Die haben einfach so... Wir brauchen noch ein Bumper-Delete für den Porsche, ja. Haben wir einen Architekten im Büro? Wir bräuchten einen Architekten. Warum? Ja, ich möchte irgendwas Wildes an der Heckschussstange. Die soll aussehen wie eine coole Brücke, weißt du, wie ich meine? Also ich meine, es sieht geil aus, aber kein Scheiß. Damit da wird wirklich eine Brücke wahrscheinlich mithalten mit der Konstruktion. So, kurze kleine Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit dem Video weitergeht. Ich wollte euch mal kurz nochmal meinen netten Partner Holy vorstellen. Ne? Die Jungs und Mädels haben mich letztes Jahr ja schön durchs ganze Jahr begleitet und auch ihr habt durch wunderbare Einkäufe dort ja den Channel auf jeden Fall und mich auch supportet. Vielen, vielen Dank geht auf jeden Fall raus. Kuss an jeden, der sich letztes Jahr das eine oder andere Holy gegönnt hat, sei es Energy, sei es IST. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön für den nicen Support. Und natürlich, ja, mit dem neuen Jahr hat man natürlich auch, ja, gewisse Neujahresvorsätze. Klar, die hält man meistens nicht ein, aber ich sag mal so, mit Holy ist das gar nicht mal so schwierig, das einfach passiv zu machen. Ich drück's mal so aus. Weil, wie ihr hinter mir seht, ja, hat Holy nämlich den Vorteil, das Zeug hat viel, viel weniger Zucker als euer herrlich kömmlicher Energy Drink. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben kaum Zucker drin, nur 0,5 Gramm auf so einen halben Liter Shaker. Das ist so gut wie gar nichts im Vergleich zu den großen Energy Drink Marken. Weniger Kalorien dadurch und dadurch fühlt man sich auf jeden Fall gesünder. Ich merke es vor allem, wenn ich normalen Energy trinke, dass der so ungesund gefühlt reinkickt, weil ich mich mittlerweile gefühlt, glaube ich, an Holy gewöhnt habe. Dementsprechend, wenn ihr sagt, ich möchte ein bisschen gesünder in das neue Jahr starten, ist es vielleicht auf jeden Fall mal eine gute Möglichkeit, mit Holy einen Versuch zu wagen. Und das Gute ist, ja, ihr müsst nicht direkt die großen Mengen kaufen, wenn ihr sagt, oh, ich will aber erstmal gucken, ob mir das überhaupt schmeckt oder beziehungsweise was mir schmeckt, weil Holy mittlerweile eine ganz schön große Auswahl hat, sei es eben, wie gesagt, Energy Drinks oder eben, ja, die neuen Eistee-Sorten, die ich als Nicht-Eistee-Trinker mittlerweile mir auch reinpfeife und das soll mittlerweile was heißen. Deswegen gibt es ja wunderbare Probierpacks, die ihr euch schön gönnen könnt. Wenn ihr sagt, okay, erstmal rumprobieren, mal ein bisschen testen, ob mir irgendwas gefällt. Wie ihr seht hier, gibt schöne Energy-Probierpacks oder ihr sagt, oh, ich möchte mal gucken, ob mir Eistee oder Energy besser schmeckt. Könnt ihr gerne mal rauschecken. Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr das Ganze gerne mal ausschenken. Da natürlich auch die beiden Gutscheincodes, ne, für einmal Neubesteller. Da könnt ihr ein bisschen Geld sparen und euch das Ganze mal anschauen. Vielleicht gefällt euch das Ganze ja. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön auch für Holy, ne, für die Support des Kanals. Dankeschön, dass ich euch jetzt Partner mit an Bord habe, weil, wie gesagt, bin damit sehr happy und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß weiter mit dem Video. Gut, dann müssen wir jetzt aber auf jeden Fall mal gucken, welche Diffusoren es dazu gibt, weil das würde mich jetzt mal interessieren. Wir haben Darwin Pro. Ja, ist ein bisschen Standard, gibt aber auch schönen Style, muss ich sagen, gefällt mir gut. Holy shit, Alter. Okay, die ganzen Diffusoren sehen näher, dem, was man damit anstellt. Ich gehe mal ganz kurz um die Speed an das Teil drumherum, weil ich glaube, da wird es gleich wieder wild. Ich hab so ein doofes Gefühl. Dann haben wir noch mehr Carbon-Diffusor. Okay, und jetzt haben wir den Speedhunter. Oh, der ist gar nicht so wild. Der ist ja recht harmlos. Ja, dann nehmen wir den natürlich nicht. Kommen wir denn da hin, dass ich den harmlosen... Nee. Dann nehmen wir hier schön den zweigeteilten. Harmloser Diffusor, also lächerlich wird's ja kaum noch. So, ich glaube, der Spoiler wird noch recht wild. Deswegen gehen wir erstmal den Kurflügel und erst zum Spoiler. Ich bin gerade überlegen. Wir nehmen erstmal die Kurflügel. Wir haben Speedhunters. Oh, der vorne extrem geil designt ist. Oh... Boah, vor allem, weil der vorne diesen Blade weiter mit rausholt und der dich schon vorne den Reifen durchsieht. Das ist natürlich geil. Duke Dynamics ist ein bisschen breiter. Und dann haben wir einfach Speedhunters mit. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich sag, wie es ist. Was macht der denn? Hallo? Cleant der irgendwas? Ach, keine Ahnung. Wir nehmen den breiten Speedhunters entspannt rein damit. Oh, das ändert auch die Stoßstange, fällt mir gerade auf. Nee, das ändert sie überhaupt nicht. Ich habe nur jetzt gerade gesehen, dass die Stoßstange oben diese Einlässe hat. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. So. Heckkotflügel, Speedhunter. Okay, Duke Dynamics. Okay, was zum Heiligen, Mutter Maria. Ähm.
Also es ist jetzt ein bisschen was von einem Flat Nose, nur halt, dass hier vorne keine Flat Nose ist, sondern nur diese Heckerweiterung, die so 935 und so gerne hatte. Die hatten ja auch dieses Heckteil, was so super, oder Moby Dick, ne, wisst ihr, wie ich meine. Also nicht der Wal, sondern das Auto. Das hat einen ähnlichen Style. Das müssen wir, also ich mag das Heck vom 718 sehr, sehr gerne, ne, also wirklich sehr, sehr gerne. Aber die Option müssen wir eigentlich mal mitnehmen, wenn es sie gibt gerade, ne? Also klar, das Rückleuchtenband ist ein bisschen sehr oldschool, was sie da reinschalten. Das hat so ein bisschen was von der Optik, als hätte man vom 993 oder so ein paar Teile genommen, die da reingeschmissen. Was natürlich vom Vibe her nicht passt, weil ich finde es ganz geil, dass er keine Gameblinker hat. Aber die Option müssen wir... ja, kackt schon gerade meine Stimme ab, so wild ist das. Die Option müssen wir schon mitnehmen, ne? Also ich glaube, mein Gott, jetzt ist doch gut hier. Ja, geht nicht anders. Das muss getaked werden. Was zum? Also wirklich, was geht denn ab hier? What the? Ja, wilde Tuning-Optionen, die hier dazu gekommen sind. Okay. Heckleuchten. Kann man die noch tönen? Ah, das geht zumindest noch wunderbar. Das ist doch schön. Das ist doch die Kleinigkeit. So, Spoiler. Duke Dynamics. Macht der überhaupt noch was? Ich hab keine Ahnung, wo der hingeht. Darwin Pro, der Darwin Pro funktioniert immer noch. Ich habe auch noch keine Ahnung, was der Darwin Pro sein möchte. Das ist so ein bisschen wie ein RWB-Spoiler, aber man hat oben das Blade vergessen. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen, als hätte man einen RWB-Spoiler genommen und oben einfach dann Sachen weggelassen. Das wirkt irgendwie ein bisschen... Also, ich meine, der ist cool und deswegen müssten wir ihn eigentlich nehmen, aber ich finde ihn halt wirklich pottenhässlich. Also wirklich schlimm hässlich. Weil es ist einfach, als hätte ich einen Unfall gehabt und es fehlt was von meinem Spoiler. Oh, okay. Oh, holy shit, die Anbindung. Der Spoiler ist aber auch anders wild. Ach du Scheiße. Holy shit. Ja, erstmal aus dem Spider einen Rennwagen bauen. Ist die beste Plattform dafür, das Auto ohne Dach zu nehmen. Ja, komm. Es ist Bums. Es ist jetzt. Jetzt haben wir die Kontrolle eh komplett verloren. Was zum Heiligen. Dach können wir wieder drauf machen. Seht ihr, das sieht dann so aus. Das lassen wir aber mal schön runter, weil. Ja, Auspuff haben wir noch nicht. Schön. Heilige Mutter. Ist das bei jedem so? Alter, die haben. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass es rohrführungstechnisch nicht das Klügste ist, 20 verschiedene Biegungen, Rohre und Kreise da rein zu jagen. Aber optiktechnisch ist es natürlich eine absolute 10 von 10. Mann, sieht das fett aus. Holy, holy, holy. Das sieht ja absolut insane aus. Ja, aber ey. Diese Heckschussstange, ne? Junge, da hat ein Architekt dran gesessen und niemand, der Autos baut. Was zum Geier. Wirklich, wirklich wild, wirklich wild. Okay, mal gucken, was wir noch nicht gemacht haben. Seitenspieler haben wir noch nicht. Duke Dynamics, Darwin Pro. Die werden auch, das wäre auch wild, weil wir dann die Felge vor komplett sehen könnten, aber es sieht ein bisschen scheiße aus. Wir nehmen den Duke Dynamics, der passt ganz gut. So, Felgen, ja, ich hätte jetzt gedacht, was motorsportmäßig ist, weil der Wagen... einem Rennwagen gleicht, aber irgendwie auch nicht, weil das Dach fehlt. Aber na gut, aber vom Landschutzschirm haben wir auch kein Dach. Darum geht es jetzt hier gerade nicht. Ich fange nicht an, meine Worte zu verdrehen. Okay, dankeschön. Es gibt welche, die ein bisschen aussehen wie Porsche-Felgen. Ich kann mal gucken, wo der Hersteller war. Weil das war nicht rot, die Form, ne? Wer war das denn, der die Porsche-Felgen designt hatte? Ah, da, genau. Vorstander war es. Ja, die sehen nämlich so ein bisschen aus wie Porsche-Felgen. Und deswegen... 17 Zoll. Das werden keine 17 Zoll sein, aber ich lasse das Spiel gerne noch in dem Glauben, dass manche Zollgrößen... Also die Zollgrößen sind halt wirklich nicht richtig. Vor allem, wenn habe ich das mal am Golf 7 nachgeschaut und der Golf 7 hat eindeutig keine solche Felgen unterkriegen. Also schon, aber dann sieht das nicht so aus. So. Felgengröße. Schöne 22 Zoll. So, dann kommen natürlich dann jetzt auch schöne Semis drauf. Kann man die auch mit dem Speedhunter-Schriftzug ruhig nehmen, das passt schon. Und vorne natürlich auch. So, wunderbar. Dass der nicht tiefer geht, ist natürlich immer noch eine Vollkatastrophe, weil es wirklich vom Fitment absolut lächerlich aussieht. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es wirklich bescheuert aussieht. Ich hoffe nur, wenn ich ein Luftfahrwerk reinballer, dass ich das gleich ein bisschen... Kann man mit dem Luftfahrwerk das Ganze zumindest ausgleichen? Wow, 2 cm tiefer. Das wäre in Deutschland immer noch 100% fahrbar. Was ist denn das? Ey, warum geht der denn nicht runter? Ich raff's nicht. So, Community, nicht enttäuschen. Geile Livery-Designs für den Kollegen hier machen. Ja, ich hätte schon irgendwas Fancyes. Also, der Wagen darf ruhig fancy aussehen. Ich meine... Wait, was? Warum hat der andere Scheinwerfer drin? Wait, was? Warte mal. What the fuck? What the fuck? Ach du Kacke!
Die Stoßstange von Speedtar, das macht wirklich eine komplette GT2-Conversion auf dem Cayman vorne drauf. Eine komplette GT2-Conversion auf den Cayman. Ey, wenn du da, also wenn du so weit umgebaut hast, erkennst du nicht mehr, was das hier mal drunter war. Da hinten steht zwar noch 7-18 Spider, Cayman, Spider, ist egal. Gut, dass ich mal gerade nochmal nachgeschaut habe, weil, ja, komm, dann halt auch die Conversion hier noch drauf. Es ist halt wirklich wahnwitzig, es ist wirklich wahnwitzig, was wir hier bauen. Spiegel habe ich noch nicht gemacht, das Speedrun ist, ja, ja, komm, der Duke Dynamics auch nochmal wild. Was ist, also, fangen wir zusammen. Der Wagen sieht aus von vorne jetzt wie ein GT2 RS, hinten sieht er aus wie ein, ja, 935 Flatnose. What? Also vor allem die Porsche-Abteilung und also man ist da zu Porsche gegangen, so, wir würden das Auto gerne so umbauen. Und Porsche so, komm, mach, was ihr wollt, ist nur noch bumsifigal. Ist eigentlich ein Spider, aber wenn das aussieht wie ein GT2 RS, der Liebe gemacht hat mit dem 935, ey, dann ist das doch fein. Weil ich habe nur diese Autos hier unten gesehen, warte mal, die Scheinwerfer hatte ich doch gerade gar nicht zur Auswahl. Ja, hast du auch nicht, wenn du die passende Stoßstange nur wählst. Ja, moin. Also, what the fuck? Also, wirklich jetzt. Ey, die Jungs von... Ey, die haben ja wirklich komplett gekifft bei der Designentwicklung. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal einen Cayman bauen, der normaler aussieht als das, der Kollege hier, weil das natürlich schon ein sehr insanes Fahrzeug ist, wenn man jetzt mal gerade ehrlich ist. Und ich finde den Cleaner dann vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Aber die Option ist trotzdem ganz geil. Das Pro Street Design fittet aber ganz gut, muss ich sagen. Wir nehmen das Pro Street Design. Wir nehmen das Pro-Street-Design. Jetzt machen wir die Scheinwerfer vorne noch hier ab. Das müsste ja gehen, hoffe ich mal. Also ich denke mal schon, dass die Scheinwerfer noch funktionieren, also einfärbbar sind. Ja, sind sie noch. Nice. Was zum actual fuck ist das hier? Also wirklich. Ich kann es euch selbst nicht sagen. Ich würde es gerne versuchen zu beschreiben, was hier abgeht, aber es ist wirklich wild. Also das ist eine Komplett-Conversion. Und man muss halt sagen, es ist kein Legendary-Kit, ne? Bei den anderen ist sonst meistens ein Legendary Kit, was so krass umbaut. Und Legendary Kit, da kannst du selbst nicht dran machen. Und das kann ich mir hier gerade selbst zusammenschustern. Das ist irgendwie wild, dass das funktioniert. Wirklich ein bisschen wild. Ich lasse die Japaner das mal machen, deswegen kommen japanische Kennzeichen drauf. Die wissen, was zu tun. Ja, wir fahren damit jetzt mal. Und, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Egal. Ja, machen wir den Skyline Sprint mal. Komm, fahren wir da mal rüber. Ich bin jetzt mal sehr auf die Optik gespannt. Ich muss nochmal den Fotomodus. Ich komme irgendwie nicht so ganz klar darauf, was wir hier gebaut haben. Ich habe euch gedacht, das wird ein ziemlich langweiliges Video, weil ich wollte ihn einfach nur zeigen, weil es ein neues Auto ist. Aber ich dachte, da kommt tuningmäßig nichts. Aber ja, dann haben wir jetzt einen GT2 RS. Ja, also 935 GT2 RS Spider. Ich würde ihm den Titel geben. Ich glaube, dann sind wir mit allen Fahrzeugformen, die hier drin sind, ein bisschen konform. Sieht irgendwie. Es sieht aber auch ein bisschen falsch aus, die GT2 RS vorne an so einem kurzen Auto. Wisst ihr, was ich meine? Das passt auch irgendwie. Das findet nicht so krass, wie man sich das wünschen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, du siehst mich nicht. Geh nochmal einmal weg. Ja, ja. Ich werde hier auch durchgeshakt, glaubst du gar nicht. Den haben wir auch mal gerade kurz aus dem Live. So, ich habe nämlich keinen Bock auf Verfolgungsjagden. Dankeschön. Ich will jetzt eigentlich nur zum Rennen fahren. Danke. Ich will nämlich gucken, was der Kollege so kann. Es ist schon. Nein. Schon sehr wild, ne? Also es ist auch. Also so dieses Wild wurde. Also das, wo du das im besoffenen Status eigentlich hattest und deinen Freunden nicht erklären kannst, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß, viele der Kids zum Beispiel führen M3 und sowas. M3 92 hat anscheinend aber auch neue Teile, müssen wir mal reingucken. Sind noch Teile, die aus Heat übrig geblieben sind, weil, und das habe ich ja schon mal erwähnt, Heat hatte sehr, sehr viele Content-Updates geplant. Die Black Market-Updates waren nicht nur zwei Autos und da war Feierabend, sondern da war noch sehr, sehr viel mehr geplant. Weil man konnte, sagen wir mal, durch ein bisschen rumforschen in den Teilen rausfinden, dass die Dinger noch Black Market im Namen haben zum Teil. Und dadurch weiß man ja, weil Black Market Update waren ja die Updates aus Need for Speed Heat, dass diese Teile schon für Heat gemacht worden sind und dann bauen jetzt aber nur endlich ins Spiel reingekommen sind. Klar können wir nicht sagen, oh, das ist ja Recycling, aber fairerweise muss man sagen, die Teile haben es ja nie ins Spiel geschafft. Dementsprechend, ja, es ist Recycling von den Sachen, die Ghost Games gemacht hat, aber sie haben es ja dadurch wesentlich ins Spiel geschafft und sind nicht einfach weggeworfen worden. Also bin ich damit fein. Klar können wir natürlich sagen, ja, ist aber geil, also die, weil natürlich diese neuen Tuning-Parts, die meisten wohl sich jetzt hier Criterion Games dann anbauen mit schmücken, die sind ja an sich keine neuen Tuning-Parts, weil die hat Ghost Games schon vor einigen Jahren gemacht. Die sind noch nie ins Spiel gekommen, weil EA halt den Stecker gezogen hat. So, sonst wären die ja schon bei Heat drin gewesen. Auch der Eclipse und so waren für Heat schon geplant, das wissen wir ja. Das ist im Nachhinein rausgekommen. Und die haben natürlich dann ihren Weg nicht mehr reingefunden. Und dann jetzt erst später. Dementsprechend sind natürlich jetzt keine krassen, sagen wir mal, Design-Sachen, die in den letzten ein, zwei Jahren entstanden sind.
Aber ich bin damit fein, weil, wie gesagt, die haben wir ja vorher nicht gesehen. Und bipapo, vielleicht durch Modding. Obwohl, selbst durch Modding wäre es schwierig gewesen, weil die Dateien halt wirklich nur ganz grob bis gar nicht vorhanden waren. Und ja, aber deswegen bin ich damit fein. Wie gesagt, aber hauptsächlich sind diese meisten neuen Teile halt schon seit Heat bekannt. Oder seit Heat in der Entwicklung. So, das wollte ich damit geklärt haben. Das Ding sieht schon sehr insane aus. Ne? Es ist schon ein wildes Fahrzeug. Ich muss sagen, die Rückleuchte hinten fühle ich nicht ganz so. Weil ich finde die sehr ein bisschen sehr altmodisch wirkend. Die wirkt halt nicht so passend zu diesem Fahrzeug, weil er, wie gesagt, gelbe Blinker hat. Das finde ich in so einem 718 irgendwie ein bisschen weird. Das sieht irgendwie gelbe Blinkergläser in Rückleuchten finde ich immer ein bisschen wack. Wow. Ich finde, das sieht halt einfach irgendwie altmodisch aus, weil du einfach mit Bieren das Ganze auch regeln könntest. Okay, einfach mal alle die Wasserdinger umhämmern. Auch nicht schlecht, kann man auch schon machen. Dankeschön, dankeschön. Das höre ich öfters. So, ich bin mal gespannt, ob der Topspeed bei der Kiste funktioniert oder nicht. Also, das ist jetzt wieder so ein Highspeed-Rennen. Mal gucken, ob ich dieses Rennen gewinnen kann oder ob das wieder nicht funktioniert, weil mir der Topspeed ausgeht. Aber nee, da kommt der Topspeed, da kommt der Topspeed. Die 300 werden hier schön geknackt im wunderbaren Cayman. Im Spider, meine Fresse. Es ist wirklich im 718, im Porsche. Also ich vermute, der Cayman wird dieselben Tuning-Teile haben. Ich glaube sehr sicher sogar. Aber wir haben das Ganze jetzt halt noch mit einem offenen Dach und ich glaube, das ist die wildere Kombination. Sagen wir, das ist, glaube ich, die wildere Kombination, die wir hier fahren. Was ich sehr interessant finde, dass sie diesen Bumper-Delete haben, aber keinen krassen Diffusor da mehr, ne? Also die Diffusoren, da sind die anderen ja heavy. Und mit der Abgasanlage, dass die so sich da hinten rumschlängelt und dass wir vorne den GT2S-Front haben, es ist, ja, verwirrend. Es ist, ich drück's einfach so aus, verwirrend. Vor allem einfach nur dieses Auto irgendwem zeigen, ohne hinten die Schrift, den Schriftzug 718 Spider erkennen zu lassen und dann, einfach Leute mal raten lassen, was man da jetzt gerade gebaut hat. Ob das ein Legendary-Kit einfach für den GT2S wieder ist. Ich hätte gedacht, das wäre ein Kit für den GT2S, kein Scheiß. Bei der Freundin hätte ich gesagt, guck mal, ein krasses Legendary-Kit für den GT2S. Gut, hier steht jetzt Spider, aber beim Cayman wird man so deutlich nicht erkennen, ne? Ja, das sieht, dieses Fahrzeug sieht auch, also es sieht auch ein bisschen unförmig aus, ne? Ich glaube, ohne das Heck, ich glaube, die Fronten mit dem originalen Cayman, Spider-Heck, meine Fresse, könnte noch ein bisschen mehr harmonisieren. Ich glaube echt, das Heck macht mich so ein bisschen kirre. Ich glaube, das Heck ist so ein bisschen mein Main-Punkt, der mich so ein bisschen rausreißt, wenn ich ehrlich bin. Der macht mich so ein bisschen fertig im Kopf, wenn ihr wisst, wie ich meine. Das macht mich so ein bisschen chaotisch. Ja, Plusrennen sind wieder richtig viele da. Und damit meine ich absolut. Ich glaube, nur das eine. Ah, ne, hinten ist noch eins. Ist ein Takeover. Da haben wir kein Auto für. Okay, dann fahren wir das hier hinten noch. Dann haben wir. Wir haben eins. Das andere ist ein Drifting, das andere ist ein Takeover. Das bringt uns beides überhaupt hin. Na, dann nicht mit diesem Kfz, weil ich noch 80% Grip getuned habe. So. Aber leistungstechnisch geht er. Ja, Abläufsklasse fühlt sich natürlich immer ein bisschen langsam an. Also wenn man vor allem S Plus die ganze Zeit gefahren ist. Aber so vom Fahrverhalten und Topspeed ist er halt gut, ne? Topspeed über 300 Sachen, 320 müsste er sogar, glaube ich, insgesamt rennen. Das ist schon ganz schmackhaft, weil das auf jeden Fall für diese meisten Rennen hier reicht. Dann kommt Fahrkollege. Da kommt noch jemand. Dadurch breche ich mal ganz gut durch diese Leitplanke und springe hier diese Wiese runter. Was mit dem Bodykit, was ich daran fahre, auf jeden Fall einmal funktionieren würde und danach wie wieder. So, da bin ich doch wieder hier. Schöner Treffpunkt hier. Grüßt euch. Moin, moin. Dieser Wagen sieht wirklich out of place aus. Also wirklich out of place aus. Haben wir nicht sogar eine, die den Cayman fährt? Den Spider fährt? Ah, ne, war S-Klasse, ne? Oder S-Plus. Stimmt, die eine fährt in der S-Plus. S- oder S-Plus-Klasse fährt den Spider. Aber ich finde ihn trotzdem cool. So. Aber da muss ja jemand trotzdem auf die Idee gekommen sein, dass das so durchgewunken worden ist. Also wirklich. Also vor allem der Heckumbau. Die Front? Okay, vielleicht noch irgendwie glaubwürdig, obwohl ja auch keiner bei einem... Komm, kill dich. Haha. Bei einem Spider oder so drauf gekommen wäre, jetzt einen GT2S-Front drauf zu ballen. Was erstaunlich gut funktioniert mit der Optik, muss man sagen. Ah, fuck. Ich wollte sie umbringen und habe mich selbst gekillt. Aber volle Kanüle. Oh, habe ich wenig Leben. Holy shit. Habe ich sie überhaupt gekillt? Ich glaube, ich habe sie trotzdem gekillt, aber naja. Ich bin mitten in die Grube reingefallen, die ich gegraben habe. Das sollte man nicht machen. Man sollte nicht in die Gruben reinfallen, in die man gräbt. Ihr wisst, wie ich meine. So, mal kurz repariert. Mal, dankeschön. Sag ich mal, dankeschön. So. Ich finde auch gut, dass wir nur Topspeed-Rennen hier in der A-Plus-Klasse haben. Gut, dass ich ein Auto habe, was ich ein bisschen Topspeed kann. Ich muss natürlich hoffen, dass die Gegner davon eine Scheiße bauen, weil ja, auf dem Highway-Rennen aufzuholen, wenn man selber Scheiße gebaut hat, ist immer ein bisschen schwierig, wenn die anderen durchladen. Weil man ja nicht so krassen Überschuss hat, dass man das wieder einholt.
Nein. Das ist, glaube ich dir. Mit 82 jemanden in den Sack fahren, würde ich auch merken. Ich glaube, das hätte ich mitbekommen, ja. Wie darf ich diese Rennen Leute umbringen? Oh, da vorne hat es gekachelt. Oh Gott. Ja, okay. Hallo, ist warum auch immer direkt in meiner Spur respawned. Grüße gehen raus. Vielen Dank für gar nichts. Das ist ein Gegenvergleich. Oh, Nitro. Scheiße. Ach Mann, hallo, was soll denn das? Mach doch nicht den hier. Ja, der spawnt hier aber direkt in meiner Spur wieder rein. Warum? Wieso? Weshalb? Ich meine, das ganze Sesamstraßen-Intro. Was ist Sesamstraßen-Intro oder wo war das Lied? War Intro, ne? Ja, wer, wie, was, bla bla bla, wenn ich frage, bleibt dumm, bla bla bla. Ihr wisst, wie ich meine. Das, wo man Kindern beigebracht hat, ziemlich viele dumme Fragen zu stellen. Wieso bin ich jetzt eigentlich jetzt weiter? Was ist mit Obi passiert? Darf ich mal? Komm, Maya. Oh, auf den letzten Metern, komm, do it! Spider, do it! Haben wir jetzt gewonnen oder nicht? Ich weiß es nicht. Also laut meiner Pose ja. Aber die habe ich. Ich habe gewonnen, oder? Nee, habe ich? Wir haben gewonnen. Alter, 2, 5, 6 hier, 2, 5, 6, 8. Okay, das war, Punktlandung. Da bin ich noch im richtigen Moment rausgezogen. Ich wollte die ganze Zeit noch Bumptrap. War super dumm, weil da kommt ein Helikopter. Ich mach mal ganz schnell den Motor aus. Von hinten kommt natürlich ein wunderbarer, leckerer, schmeckerer Raptor. Ich liebe alles daran. Ja, dann fahre ich einfach, komm, scheiß drauf, jetzt bumps Fidel. Weil einer von den beiden erwischt mich. Das ist egal. Ja, vielleicht fahre ich noch dann vorbei. Ja! Oh Gott, gib Gas, dass der Raptor nicht aufholt. Oh, wir sind gerade so aus dem Kreis raus. Uff, das war knapp. Oh ja, das war knapp wie sein Vater, ey. Junge. Aber Feedback zum Tuning? Feedback vom Spider und Cayman. Wie gesagt, Tuning ist, denke ich, wirklich identisch. Erstaunlich umfangreich geworden. Also, wie gesagt, es war vorher nicht so krass. Ich finde die Tuning-Möglichkeiten jetzt ganz geil. Also kann man sich jetzt auf jeden Fall gönnen. Jetzt kann auch wirklich sagen, würde, ja, muss nicht sein. Also, wenn ihr schon immer einen GT2S ohne Dach fahren wolltet, warum auch immer die bekiffte Idee aufkommen sollte, dann ist jetzt eure Möglichkeit. Dann könnt ihr das hier bauen. Es ist ganz wild, es ist ganz, ganz wild. Aber ich höre auch raus für diese heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen rum. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dann und tschö.